Hallo alle zusammen, Simon von Games on Tables wieder hier. Und wir haben neue Updates für die Votings zu zu dem kleinen Special Event, was ja ich zusammen mit dem Nick von Meister und Schüler zusammen machen werde. Und ja, ich habe heute die Votings für die Schiffe geschlossen. Ihr habt sehr fleißig gewotet mal wieder und die Ergebnisse kann ich jetzt präsentieren. Und dann werden der Nick und ich uns demnächst ans Listenbauen machen, diese dann vorstellen und dann die Spiele auch gegeneinander machen. Und das dann, glaube ich, relativ zeitnah zueinander demnächst. Vielleicht sogar in den nächsten ein, zwei Wochen. Mal gucken, wann wir es hinkriegen. Zu den Schiffen, die ihr gewotet habt. Wir haben ja zwei Fraktionen pro Spieler, wobei Nick und ich beide mal Rebellen spielen müssen. Und da schon mal vorab, die Votings da für die Rebellen, für beide Spieler, sind sehr ähnlich. Deshalb behalten wir uns vor, eventuell dann die Paarung dann doch ein bisschen zu mischen, damit wir nicht zwei gleich oder fast gleiche Listen gegeneinander spielen. Kann es dann sein, dass ich vielleicht Rebellen auf meinem Kanal spiele und Imperium auf seinem Kanal oder er entsprechend Rebellen bei mir und Scum auf seinem Kanal. Auf jeden Fall, dass wir nicht Rebellen gegen Rebellen spielen. Also zum Ergebnis. Und zwar haben wir jetzt hier erstmal, was der Nick, also Darth Bane, in seine Rebellenliste unbedingt einbauen muss. Und da habt ihr mit 13% U-Wing gestimmt. Der U-Wing soll eingebaut werden. Das relativ ja, neue Schiff, man kann es noch als neu bezeichnen, glaube ich. Aus dem Rogue One Film. Zweitmeisten Stimmen hat die ARK 170 mit 12% und kurz dahinter der B-Wing tatsächlich mit 11%. Festgelegt war nur, das meistgestimmte Schiff muss eingebaut werden. Das heißt, er muss ein U-Wing jetzt in seine Liste einbauen. Ob er dann noch mit den weiteren Schiffen was einbaut, kann ich nicht sagen. Muss er dann gucken, aber vielleicht kriegt er noch den einen oder anderen Spaß mit eingebaut. Für die Rebellenliste von mir habt ihr ebenfalls für den U-Wing gewotet mit 13% der Stimmen und mit 12% der Stimmen für ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, ARK 170. Und ich kann schon mal sagen, ich werde U-Wing und ARK einbauen, also beide einbauen. Dann habt ihr auch ein bisschen für einen B-Wing gestimmt, ein bisschen für einen TIE Jäger. Da kann ich dann schon mal direkt sagen, die werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Den TIE Jäger für Scum habe ich selber nicht, für Rebellen, das ist ja auch irgendwie Abschaum, habe ich selber nicht. B-Wing habe ich zwar, aber ist nicht so mein Ding. Also ARK, U-Wing werde ich definitiv einbauen und U-Wing hat ja auch hier die meisten Stimmen bekommen. Dann zu den anderen beiden Fraktionen und zwar spielt der Nick ja dann noch Abschaum, Scum and Villainy. Und da habt ihr relativ deutlich mit 13% für die Sternviper gestimmt. Gefolgt vom G1A, also vom Nebeljäger, und dem M3A. Die drei Schiffe haben die meisten Stimmen, aber ich sehe gerade sogar Sternenviper und G1A gleich viele Stimmen. Kann er sich dann im Grunde aussuchen, welchen der beiden spielt, oder vielleicht spielt er auch beide, muss er sich dann selber mal überlegen. Mal gucken, lasst euch überraschen. Aber mindestens eins der beiden wird auf jeden Fall gespielt. Es sind genau die gleichen Stimmen, 61 Stimmen jeweils, also hat er da die Qual der Wahl. Und für meine imperiale Liste, ich bin euch erstmal sehr dankbar, dass ihr Imperium gewotet habt. Da habe ich wirklich momentan wieder sehr viel Spaß dran. Mit wirklich deutlichen 18%, 89 Stimmen, Tai Vergelter, der Tai Punisher. Finde ich gut. Habe ich auch eine Kombination, auf die ich mich freue, die mal wieder zu spielen. Beziehungsweise die ein bisschen fein zu tunen, um dann zu spielen. Dazu den TIE Striker mit 12%, den TIE Advanced mit 10%, beziehungsweise bei 10% habt ihr TIE Advanced, Shuttle der Y-Klasse und VT-49 Dezimator gewotet und mit 12% halt den Striker. Ob ich von diesen anderen vier Schiffen noch was einbaue? Wahrscheinlich, was genau, wird noch nicht verraten. Aber ja, Punisher wird definitiv in der Liste drin sein, klar, hat er gewotet. Und von den anderen vier Schiffen werde ich vielleicht ein, zwei auch noch eingebaut bekommen. Insofern zu euren Votings. Das sind die Ergebnisse. Und jetzt werde ich mit dem Nick da ein bisschen quatschen. Wir werden fleißig Listen basteln und dann die demnächst vorstellen. Ich weiß noch nicht, wie wir es genau machen, ob wir die separat vorstellen oder direkt mit dem Spiel kombiniert vorstellen. Auf jeden Fall haben wir richtig, richtig Bock drauf. Und ja, insofern danke für diese große Anteilnahme oder diese ganze, ja. Das Ganze mitmachen beim Voting und dann seid demnächst gespannt auf die Spiele, die dazu folgen werden. So, alle stellen es nochmal kurz. Wir sind jetzt am Wochenende auf der Snow Championship in Wadersloh bei Melanie. Da wird es natürlich demnächst dann auch Turnierkampfmodus
Berichte kommen. Ich werde die wahrscheinlich nicht direkt im Anschluss, also direkt Anfang nächster Woche hinkriegen. Ich werde wahrscheinlich eher gegen Ende der Woche die ersten Videos hochladen. Aber ja, wer uns auf Twitter folgt, ich werde versuchen, sofern ich in dem ganzen Stress, weil es sind immerhin 5 Runden plus Cut, werde ich trotzdem versuchen, dran zu denken, da ein bisschen live-update-mäßig ein bisschen was zu posten, kann dann da sich auf dem neuesten Stand halten. Ansonsten drückt uns die Daumen. Der Björn kann leider nicht, aber Joscha und Daniel spielen beide auch mit. Der Nick spielt ebenfalls mit, also auf dem könnt ihr die Daumen drücken. Und wir freuen uns da auf ein sehr, sehr schönes Turnier. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.